Und damit willkommen zurück hier bei Civilization Beyond Earth. ich hätte nämlich jetzt fast den falschen Spieletitel gesagt. Okay. Es können keine Aktionen durchgeführt werden, während der Außenposten sich zu einer Stadt entwickelt. Ah, das ist eigentlich auch neu, stimmt. No village was ever ruined by trade. Kooperationsabkommen. Ja, wir sollten zusammenarbeiten. Peace, oder? Wir haben die Stadt Fortbianca entdeckt. Ja, da kommen wir überall nicht hin. Das ist. Also, was heißt, kommen wir nicht hin? Wer weiß das schon. Vielleicht gibt es ja Flugzeuge später. Mit. Wo ist er denn? Da ist er. Hallöchen. Strategische. Wir haben keine. Wir haben immer noch keine. Naja, gut. Oh, wir könnten Wissenschaft handeln. 20 Energie, 3 Energie pro Runde. Sag mal, bist du besoffen? Däh. Das ist mir nicht wert. Es war jetzt einfach nur mal Interesse halber nachzuschauen. Okay. Ja, okay. Das sind wir natürlich. Logo. Er ist fertig. Dann bauen wir da oben eine Koppel. Wenn wir die Felder dann belagern. Ich glaube, das da hier ist. Sind strategische Ressourcen. Ja, wahrscheinlich wird Kieselerde. Also, ich hätte zumindest hier bei den Dingern hier gedacht. Naja, gut. Nächste Runde. Wenn die Viecher doch mal näher zu mir kommen würden, wäre das nett. Stellen Sie sich ein einfaches Problem vor. Etwa die Navigation eines Raumschiffs, das sich der Lichtgeschwindigkeit annähert. Du hast von einem einfachen Problem gesprochen. Das wäre meine Persönlichkeit zu definieren. nein, natürlich nicht. Okay, ich nehme mal an, dass die jetzt fertig ist, weil der Balken da oben ist. Also in der nächsten Runde können wir die benutzen. Raketenbatterie. Antiorbitalangriff. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Das ist so schwierig. Das lacht mich halt immer noch an, ne? Alle Farmen plus 1 Nahrung, das ist schon irgendwo nice, aber das ist es, glaube ich, noch nicht wert, ne? Vor allem, ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession, sprich, es ist immer noch Freitag, der 24. Oktober. Und ich kann auch auf die ganzen Kommentare nicht eingehen. Ich mag sowas ja gar nicht. Aber ich kann nicht up-to-date aufnehmen, weil Montag bis Dienstag habe ich volles Programm. Das ist schlecht. Wir machen das da jetzt. Weil dann Geothermal haben wir sehr viel in Nähe und ich glaube auch, dass wir da gut hinkommen. Ja, das ist die Frage, ne? Kommen wir da gut hin? Die Wasserwege, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis die Stadt soweit ist. Einen Wert entwickeln. Für Orbitaleinheiten. Für jede Handelseinheit unter ihrem Befehl. Sie verdienen 1% gelagertes Energie bis zu 100 Energie. Also sobald wir 100 Energie haben, kriegen wir nichts mehr, oder was? Also ich weiß es nicht, was er da was sagen will. Ne? Plus 10% Energie in jeder Stadt. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Plus 5 in der Hauptstadt. Bautrupp. Außenpostenwachstum. Ja, man könnte den Weg nehmen, dass man hier so ein bisschen was mitnimmt, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, 30% Geschwindigkeit für den Außenpostenwachstum. Der Außenpostenwachstum wird ja wahrscheinlich sein, bis es zu einer Stadt ist. Dann ist der Wachstum normal. Und 10% Nahrung bleibt nach dem Wachstum einer Stadt da, ist auch nicht schlecht. 25% Produktion für Orbitaleinheiten, das klingt aber auch nicht verkehrt. Allerdings, ich würde gerne einen kostenlosen Wert wählen.
Brauchen wir noch zwei Punkte, aber hier bräuchte ich noch einen Punkt. Wir machen jetzt mal das da. Einen kostenlosen Wert wählen für sieben Werte in der Stufe 2 und einen Geheimagenten rekrutieren. Okay, 10% Energie in jeder Stadt, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und Orbitalbaugeschwindigkeit ist erhöht. Passt. Feierabend. Nein, natürlich nicht. Der Part hat ja erst angefangen, also nicht den Feierabend. Eine Produktion wählen für diese Stadt. Ah, wenn wir das Gold kriegen, wäre es ja nicht schlecht. Aber ich glaube, dass die Chancen sehr gut stehen. Die Zellzuchtstation. Das war nochmal 3 Energie dazu, was eigentlich nicht schlecht wäre. Orbitalüberwachung rund um die Stadt um 3 erhöht, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Na gut, innere Handelswege haben wir keine. Wir könnten also unsere Stadt hier oben pushen, indem wir einen Handelsweg einrichten. Und wir sollten die vielleicht dann noch mit einer Straße dann verbinden. Plus 2 Gesundheit. Wir sind noch gut bei Gesundheit. Ich würde fast sagen, wir nehmen hier die Zellzuchtstation. Mal geht. Ach so! Biester. Gib mir mal die Stadt her. Kauf. Und zwar... Ein Ranger kostet mich 240 Energie. Sehr schön. Wie ist die Stadt beackert? Gefällt mir das eigentlich? Warum ist denn der wieder... Ach nee, da oben ist er noch. Man kann die, glaube ich, sperren, ne? Dass die dann nicht blöde abhauen. Was in der Regel keine schlechte Angelegenheit ist. Es kam zumindest mal bei den alten Teilen vor, dass die Leute dann irgendwo anders eingeteilt worden sind. Was echt blöd ist, wie ich finde. Also passt das ganz gut. Wir haben Nahrung gut, wir haben Einnahmen gut. Ich übersehe auch nichts. Nein, ich übersehe nichts. Okay. So. Jetzt, Sattler. Schicken wir den mal dahin und er darf einen Fernkampfangriff ausführen auf die hier. Die hätte ich vielleicht vorher mal runterzoomen sollen. Ah, ich darf die Stadt hier endlich bedienen. Oh, 15 Runden. Wir machen natürlich die Reliquien der alten Erde. Ja, wie man sieht, es dauert echt eine Ewigkeit, bis halt die zweite Stadt anfängt mal zu funktionieren. Es hat halt nichts, deswegen sind interne Handelswege meistens keine schlechte Idee. Finde ich aber okay, wir brauchen das ein Handelslager. Das Handelslager braucht wie lange? 45 Runden. Reliquien der alten Erde. Also ich hätte dann vielleicht eher mal so ein Konvoi holen sollen. Ui. Geht. Super. Ah, man kann natürlich die Kampfanimationen auch insofern ändern, dass sie ein bisschen schneller ablaufen, was ja später auch gemacht wird, allerdings jetzt am Anfang nicht. Und vielleicht können wir da oben noch eine Stadt hinsetzen. Oder da, wir sehen ja, wie es aussieht, ne? Ach, da oben sind die wieder. Da dürfen die schon mal nicht hin. Ja, da braucht ihr gar nicht stehen bleiben. Da hätten wir aber dasselbe. Wir könnten oben rumgehen. Machen wir so. Er ist fertig. Gehen wir mal die Stadt her. Das Feld will er so oder so als nächstes kaufen. Das kriegen wir in 13... Nee, ja. Okay, gesponnen, jetzt mal aufhören. Ich suche natürlich, wie lange es dauert, bis die Stadtgrenzen sich erweitern. Wir haben derzeit ein kleines Problem. 10% weniger Wissenschaft, 10% weniger Kultur. Weil in dieser Stadt dieses Feld beackert wird. Wir haben hier nur plus 1... Naja, Zufriedenheit. Zufriedenheit kriegt man nur durch irgendwelche tollen Ressourcen. Das da wäre jetzt mal nicht schlecht.
Autsch. Autsch, autsch, autsch. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. 80. Selbst wenn ich nochmal 80 ausgeben müsste, ich würde das Feld nicht kriegen, ne? Das ist das Problem. Balsat. Schlecht. Okay, müssen wir derzeit leider mit leben. Schau mal da oben hin. Ah, ich mag das nicht. Das ist blöd. Mal gucken, ob wir durch ein Gebäude bauen, das dann hinkriegen. Ja, sobald dann hier da fertig ist, könnte es einigermaßen klappen. Also bloß du... Och, komm schon, du Pflaume. Ich wollte eigentlich erst mal sehen, wie weit hier das gut oder schlecht ist. Ja, mach das da. Nächste Runde. Hallo, Explorer. Schlecht, schlecht. Als der Kojote begriff, dass er der einzige seiner Art auf diesem neuen Planeten war, erscholl sein Heulen durch die Schluchten und von den fernen Hügeln. Okay. Töte die. Oder ihn. Ihr zieht euch bis hierhin zurück. Ich hoffe, ihr macht das. Noch eine Runde bis zur Zellzuchtstation. Was gab die? Da. Wissenschaft und Gesundheit. Ja, okay. Dann werden wir zumindest noch mit einem in den Miesen. Achso, unsere Leiter unseres neuen Labors hat einen interessanten Vorschlag. Im Moment ist unsere Forschung sehr breit aufgestellt. Diese Methode hat ihren Vorteil, erfordert aber den Bau weiterer Labors in anderen Städten. Er hingegen glaubt, dass wir weit unsere wissenschaftlichen Fortschritte erheblich steigern, wenn wir unsere Forschung auf Xenoökologie konzentrieren. Sobald wir die lokale Biologie verstehen, sollten wir es für unsere wissenschaftlichen Zwecke nutzen können. Erkundereinheit erhalten zusätzlich ein zusätzliches Expeditionsmodul oder plus eins durch Labors. Ich bräuchte erstmal wieder mal ein Expeditionsdingens-Einheit da. Ich kann es mir aber nicht leisten. Also normal, wenn man eine Erkunder, eine Expedition machen lässt, ist er weg. Und so könnte man den halt für zwei Expeditionen einsetzen. Das wäre schon vorteilhaft zu Beginn, weil man natürlich bei Expeditionen bestimmt coolen Stuff findet. Auf der anderen Seite, plus eins Wissenschaft durch Labors ist auch nicht schlecht. Wir nehmen das da. Okay, Quest abgeschlossen. Nächste Runde. Wir haben... Le commerce fonctionne quand on comprend l'autre. Nur wenn du das mitmachst. I think not. I think not. Dann geh doch nach Hause. Oh, die Station ist ja auch bei uns. Oh, nee. Was war dort denn? Da hat einer nicht aufgepasst, ne? Ich sehe sie jetzt nicht mehr, das ist blöd, aber ich will die ja nicht nach vorne schicken. Ja, ja. Offene Grenzen beendet. So, wir haben nur noch minus 1. Plus 2 in 8 Runden. Ja, wir kommen hier nicht drum rum, ne? Wir kommen hier nicht drum rum, ist leider so. Ich würde ja gerne jetzt ein Expeditionsgedöns machen. Erkunder 4 Runden. Ja, wir können ja mal gucken, was der kostet, ne? Wir haben ja ein bisschen Geld. 200. Ach, du grüne Neune. So. Nicht wundern, was da so knackst. Das ist nur mein Dings vom Popschutz. Ich komme irgendwie jetzt erst auf die Idee, das Ding einfach mal so ein bisschen rumzustellen. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so schräg vorm Computer hocke. Irgendwie konzentriert sich mein Blick nicht.
hier auf die Mitte des Bildschirms, sondern tatsächlich mehr in auf diese Seite. Die Ecke hier, ja, betrachte ich eigentlich kaum noch aktuell. Aber weil halt alle wichtigen Werte jetzt hier oben stehen. Früher war es da, ja, da hast du so geguckt. Das, naja, okay. Macht auch weniger Sinn, jetzt dann zu sagen, da hat man dann mehr gerade drauf geguckt, ne? Mhm, Schwachsinn. Na, packen sie noch das. Attacke! Wenn die jetzt besitzt sind, kommen sie zu mir, ne? Okay, die brauchen leider noch ein bisschen. Wisst ihr was? Ihr macht mal Bereitschaft. Du bist schon wieder fertig, ne, Kollege? Dann würde ich fast sagen, gehe ich schon mal hier hin und bereite die Straße vor. Weil Städte, die mit Straßen verbunden sind, sollten rein theoretisch bessere Werte erzielen. Nicht nur rein theoretisch, sie erzielen bessere Werte. Der Händler darf neu ausgerichtet werden. Ja, der vorherige Weg ist in Ordnung. Einheit benötigt. Nee, keine Einheit benötigt. Befehle. Ach, das können wir eh nicht machen. Ja, kostet eine Unterhalt pro Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist blöd. Darauf habe ich jetzt gerade nicht geachtet davor. Ja, wir haben hier unten noch Geländesfelder, die wir machen können. Oh nein, er macht hier schon eine Expedition. Zu langsam. Okay, dann seht ihr zumindest mal, wie es aussieht. Oh, hallöchen, meine Freunde. Kommt mal nach vorne. In der nächsten Runde kommt ihr hoffentlich eins weiter nach vorne. Ihr wartet ab. Wieder die Aliens. So. Jetzt ihr. Sehr schön. Dann können wir das Alien-Nest nehmen. Dann werden wir ja sehen, ob da vielleicht noch was Tolles drin versteckt ist. Nächste Runde. Ja, 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 ja. Die wollen doch nur spielen. Die wollten nur spielen. Die Großen. Wie sieht's denn jetzt aus? 8 Runden bis zum 9. Da steht es auch. Eine Runde bis zur Grenzausdehnung. Ja, dann habe ich aber, glaube ich, immer noch keinen Steinbruch, ne? Da wäre er. Doch, den habe ich dann schon. Zeigt Titan auf der Karte. Nee, das war schon wieder was anderes. Ja, den Geothermalbrunnen. Dann hätten wir den schon einmal. Träger. Oh, Küstenstädten kann das nur gebaut werden. Die Wasserraffinerie, das ist eigentlich nicht schlecht, weil wir haben ja Wasserraffinerien und wir könnten das Öl dann eigentlich auch mal fördern, ne? Mhm. Ach so, ja. Öl fördern. Ja, mein Junge, dann würde ich sagen, fährst du da rein. Und ja, was das da ist, ist ja gedopst wie gesprungen. Meerdrache. Ach, Meer. Oh, die dürfen natürlich erstmal hier das da aufrüsten. Okay, ich will das da haben, aber dann sind wir hier oben am Ende. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Können wir da einmal rum? Solange. Wollte gerade sagen, solange er nicht auf Bodenschar. An Landeinheiten schießt, ist in Ordnung. Wir haben dann die erste Quest übrigens nicht geschafft, wie man sieht. Er darf leider nicht. Gescheitert. Ein neues. Gescheitert.
Folgendes wurde entfernt. Signalquelle. Ist in Ordnung. Eine Questentscheidung. Da wir das Depot jetzt gebaut haben, können wir uns einen erheblichen Ressourcenüberschuss erwirtschaften. Die Frage ist nur, was wir mit den ganzen Gütern machen. Schicken wir sie in unsere Fabriken oder lassen wir unsere Händler damit Handel treiben? Diese gehen in die Produktion oder... plus 1 durch Handelslager? Energie oder Produktion? Mein Geld ist ja nicht schlecht, man hat es ja schon gesehen, man kann sich viele tolle Sachen kaufen. Vor allem, wenn man es dann mal dringend braucht, ne? Achso, ja. Ich will das immer anklicken, ich weiß auch nicht warum. Die Aliens? Bitte töte ihn nicht! Tu es nicht! Habe Gnade! Machen platt. Wäre zumindest nicht schlecht. Und ich glaube, hier oben brauchen wir dann keine zusätzliche Stadt ergründen, ne? Irgendein Erfolg. Wahrscheinlich, weil ich das Ding jetzt gleich plünde. Sie haben mein Alien-Nest zerstört und 25 Energie daraus gewonnen. Ja, ich erkenne bei den Aliens bislang noch keinen großartigen Nutzen daraus. Es ist wie die Barbaren bis jetzt. Jetzt bin ich natürlich in diesem blöden Feld. Ich hoffe, die überleben. Das ist ja nicht schlecht. Okay, ein Steinbruch kann gebaut werden. Dann bauen wir mal einen Steinbruch. Und du, mein Freund, darfst dich da oben direkt verpieseln. Okay, jetzt, ja, will ich jetzt noch einen Erkunder übrigens? Ja, komm, wir bauen mal einen Erkunder. Ich meine, schlecht kann es ja nicht sein. Es ist hier noch jede Menge unerkundet. Vielleicht finden wir was Tolles. So, dann gehen wir hier oben weg. Dann können wir das getrost mal sein lassen. Wir wissen ja Bescheid, was ist. Da haben wir auch nochmal Gold. Okay. Schwebesteine müssen wir dann natürlich auch noch machen. Stadtverbindung einrichten. Es wurde eine Stadtverbindung zwischen Quien und ihrer Hauptstadt eingerichtet. Okay. Hä? Ich muss das nicht mehr machen über Straßen? Die durchgehende Straße ermöglicht es Einheiten, sich extrem schnell fortzubewegen. Die Stadtverbindungen von Städten mit einer eigenen Handelsordnung bringen eine große Menge Energie pro Runde. Ach so. Na gut, okay. Früher gab es halt Bonis, wenn die Städte mit der Hauptstadt dann verbunden sind, dann hat man halt eben Straßen gebaut oder Häfen, wenn sie dann über Wasser miteinander verbunden waren. Also war das eigentlich zwingend notwendig, das hier zu machen. Hier geht es automatisch. Okay. Ist in Ordnung. In Ordnung. Ich beschwere mich nicht. Spart mir ein Geld. Ein Haufen Geld. Und Einheiten sind halt dadurch schneller. Unsere Stadt Quien ist gewachsen. Was für Felder beackern wir denn derzeit? Ha! Haben wir aber auch keine andere Wahl. Wir haben plus 0 Nahrung. Also ich kann jetzt hier dieses Feld... Also demonstriert. Na, erstmal einen untätigen Bauern, dann haben wir hier Bürger, dann haben wir hier schon Minusnahrung. Ich würde das Feld hier schon gerne machen. Allerdings, ich bräuchte erstmal ein Nahrungsfeld mit zwei Nahrung. Hier oben wäre jetzt ein Bleistift 1. Ja? Das kann man dann mal umändern, sobald das der Fall ist. Aber aktuell brauchen wir das. Ist in Ordnung. Will ich mir das jetzt kaufen? Nö. Wie lange braucht die Stadt? Ja, bei plus 0 Nahrung braucht sie natürlich 1000 Jahre, ist klar. Dann brauche ich da natürlich nicht gucken, wann wächst die Stadt. Ist irgendwie logisch, ne? Du, mein Freund. Shit. Du hast jetzt noch wie viel Life? 16. Dann heil mal da oben. Ist ja jetzt nicht tragisch. Ihr geht bis dahin. In Ordnung. Nächste Runde. Einheit benötigt Befehle. Ihr natürlich. Mal dahin. Ist das da hier ein Sumpf? Wald, Grasland. Xenomass. Okay. So. Weiter, weiter.
Im eigentlichen Sinne könnte ich ja mein Militär nach Hause schicken. Halt, nee, da unten waren doch irgendwo böse Viecher. Da will ich natürlich ein bisschen was machen. Vatrium plus 2, ja, Nahrung durch Wüste, Nahrung. Genau hier fehlt der Bildschirm, um zu sehen, wie viel Nahrung hat denn die Stadt jetzt eigentlich? Ne? Wo wir hier reingehen. Plus nur Nahrung. Beziehungsweise außen ist halt die Schnellansicht. Hier ist es etwas übersichtlicher. Plus 3 Energie. Stadtzentrum. Orbitalüberwachung. Reparaturanlagen. Oder einen Recycler. Plus 2 Produktion. Dürfte nicht schlecht sein. Wir haben hier nur plus 11. Dann könnten wir die Gebäude schneller machen natürlich. Ich denke, können wir eigentlich noch einen, ja, wir können noch einen Händler machen. Wobei wir können ja derzeit, na, vielleicht können wir, nee, die haben wir noch nicht gesehen. Ah, dann müssen wir hier unten den Weg mal erforschen, dann geht das schon. Okay, der Erkunder erkundet, fahren wir einfach mal hier so ein bisschen rum. Das machen wir noch in der Aufnahme und dann ist aber wirklich Ende Gelände. Geht in die Stadt und geht auf Bereitschaft. Beziehungsweise verteidigen hätte ich machen müssen, ne? Wir, der Staub einer sterbenden Welt, müssen auf die Steine einer lebenden Welt hören. Okay, sehr schön, wenn wir darauf hören müssen. Ja, dann sollten wir natürlich... Genau. Mal so langsam, aber sicher, dass wir hier machen. Weil plus 3 Produkt Nahrung und Produktion ist halt geil, ne? Es ist zwar nur für die Hauptstadt, aber es ist in Ordnung. Die Hauptstadt ist eh die wichtigste Stadt. Die muss wachsen, ne? Die muss wachsen und gedeihen. Du gehst bis hier runter, brauchst 2 Runden dafür. Das ist nicht schlimm. Du fährst mal da. Jetzt haben wir zumindest den Weg. Ist doch auch schön. Achso, ich wollte hier eigentlich noch die Schwebesteine hier mal dann freischalten, ne? Das Gas entfernen wäre auch nicht schlecht. Wir haben hier noch jede Menge Geländefelder. Dann werden wir hier überall natürlich nur Farmen aufbauen. Ist ja ganz klar, ne? Logisch. Wir können unsere Welt weiterentwickeln. Handelswege mit der Station gewähren. Plus 6 Energie pro Stationsstufe. Ja gut, aber 25% mehr Ertrag in Handelswegen in ihrer eigenen Stadt. Ich denke mal, man wird trotz alledem mit den anderen ein bisschen mehr verdienen können. Wir nehmen. Jedes Stadtgeländefeld erzeugt... Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Erhalten Sie Kultur zusätzlich entsprechend 30% des positiven Nettobetrages an Gesundheit. Wissen und Industrie ist doch enger miteinander verknüpft. Wir nehmen Wissen. Sehr schön. Bauen wir noch einen Punkt, dann haben wir einen kostenlosen Wert. Okay. Wahrscheinlich ist gerade Blödsinn, so vorzugehen, aber egal. Besser leben mit Hibi. Eine Questentscheidung somit. Ein pharmazeutische Industrie auf der Erde hatte in ihrer Blütezeit im 21. Jahrhundert während der Verfügbarkeit von Drogen zu dieser Zeit stark eingeschränkt war, haben sie uns offen für das volle Potenzial von Pharmazeutika gemacht. Jetzt ist unser Pharma-Labor betriebsbereit. Unsere Technologie ist endlich auf der Höhe dieses Potenzials. Wir müssen nur noch entscheiden, wofür wir sie am besten einsetzen. Verbesserte Funktion der Lebensverlängerung.
plus 1 durch die Pharma-Labors Wissenschaft oder... ich nehme mal an, wir nehmen eher den Gesundheitsboni. Dürfte nicht schlecht sein, weil ich da oben schon wieder was gesehen habe, was mir nicht gefallen hat. Da war nur nämlich kurzzeitig wahrscheinlich wieder Minus oder wahrscheinlich eine ganze Zeit schon im Minus und ich habe es nicht bemerkt. Ja, ich sollte mal schauen, dass wir das langsam aber sicher die strategischen Ressourcen anbinden. Oh Mann. Einheit benötigt Befehle, fahr dahin, bau mir das da. Du, mein Freund, fährst. Bist da? Ich hoffe, er hat noch nicht alles wegentdeckt. Ob das so der Fall ist oder nicht, das werden wir in der nächsten Aufnahme sehen. Denn für heute war es das wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis dann. Baba.